Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Gamer Campus. Die Weihnachtsfeiertage stehen bevor und nach dieser besinnlichen Zeit habt ihr ja sicherlich auch mal Urlaub. Wir wollen euch heute ein paar Tipps zu storybasierten und Singleplayer-Games geben, die ihr perfekt in die Lücke zwischen Weihnachten und Silvester packen könnt und so was gegen die Langeweile habt. Lasst uns starten! Den Anfang macht der beliebte Nathan Drake. Uncharted 4 ist eines der PS4-Exklusivspiele, die er gespielt haben sollte. Das lineare Abenteuer rund um einen sagenumwobenen Piratenschatz ist in typischer Naughty Dog-Manier mit exzellentem Pacing erzählt, bombastisch inszeniert und sowohl narrativ als auch gameplay-seitig äußerst gelungen. Je nach Schwierigkeitsgrad ist das handliche Abenteuer in etwa 15 Stunden zu bewältigen, ideal also für das anstehende lange Wochenende. Wir bleiben bei der PlayStation und möchten natürlich Horizon Zero Dawn ebenfalls empfehlen. Als Open-World-Rollenspiel ist hier natürlich etwas mehr Content drin, aber wer nur der Main-Story folgt, sollte dennoch in unter 25 Stunden das Ende erreichen. Mit viel Zeit könnt ihr euch natürlich den zahlreichen Inhalten der Open-World widmen, immerhin erwartet euch eine faszinierende Spielwelt und ein frisches Setting. Gleiches gilt für Ghost of Tsushima. Grandiose Open-World, tolles Gameplay und dieser entzückende Hintern. Spaß beiseite, auch Ghost of Tsushima wartet auf mit viel Spielspaß und ist eines der Must-Haves für die PS4 und jetzt dank Update auch PS5. Letztes Spiel aus dem PlayStation-Lager ist selbstverständlich Kratos. Genau wie bei Horizon Zero Dawn bekommt das Spiel eine Fortsetzung 2022, ist also eine gute Gelegenheit nochmal aufzufrischen. Als weitestgehend lineares Abenteuer wird euch Kratos nicht so lange in Anspruch nehmen, wie es die Open Worlds von Horizon und Ghost of Tsushima tun, aber die handlichen 20 Stunden bekommt ihr sicherlich gut unter. Switchen wir mal rüber auf die Xbox-Seite. Insbesondere mit dem Game Pass habt ihr hier reichlich Content, den ihr lockerflockig spielen könnt. Allen voran ist da ja das neue Halo Infinite, dessen Kampagne uns schon ziemlich überzeugen konnte. Endlich wieder Master Chief zocken, das klingt doch nach einem exzellenten Weihnachtsgeschenk. Wenn wir schon bei Shootern und Game Pass sind, müssen wir auch Doom erwähnen. Egal ob Doom Eternal oder das Doom Reboot 2016, beides grandiose Shooter, die ihr nicht verpassen solltet. Die teuflischen Dämonen erinnern vielleicht nicht unbedingt an Weihnachten, aber Spaß werdet ihr auf jeden Fall haben. Bleiben wir bei den Shootern, auch Gears 5 kann an den Bildschirm fesseln, diesmal aus der Third Person. Tiefere Charakterentwicklung, grandiose Optik und natürlich kreischende Kettensägen. Was wollt ihr mehr? Gut, vielleicht heulende Motoren sind auch in Ordnung und vielleicht wollt ihr einfach statt ballern eher über den Asphalt rasen, dabei die kalten Tage im sonnigen Mexiko hinter euch lassen. Dann seid ihr mit Forza Horizon 5 bedient. Ein besseres Racing-Game werdet ihr zurzeit nicht finden, also ab an Steuer und losgerast. Aber bitte nüchtern. Wir könnten jetzt weitermachen mit Xbox und PlayStation, da gibt es noch haufenweise Spiele, die ihr zocken könntet. The Last of Us Part 2, Psychonauts 2, Control, Hades und. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass Nintendo zu kurz kommt. Allen voran gar keine Frage, wäre ein neuer Durchlauf von Breath of the Wild sicherlich mal wieder ein Besuch wert. Und da ein Nachfolger hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt, kann das neue Durchspielen sicher nicht schaden. Falls ihr aber eher auf der entspannteren Seite bleiben wollt und einfach nach einer Möglichkeit zum Abschalten sucht, dann haben wir mit Animal Crossing die perfekte Empfehlung. Am besten, ihr wechselt ab mit Doom, dann habt ihr die Extremer beider Welten. Aber in Animal Crossing geht es auch einfach nicht anders, als tiefenentspannt zu sein. Das waren unsere kleinen Tipps für handliche Spiele, die ihr zwischen Weihnachten und Silvester gut reinpacken könnt. Vielleicht war ja ein bisschen was davon ohnehin auf eurer Liste. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr in dieser ruhigen Zeit zocken werdet. Das war's von uns. Wir haben für Sonntag noch ein Video geplant. Ich sage an dieser Stelle aber natürlich schon mal schöne Feiertage an euch da draußen und ich hoffe, ich werde euch auch im nächsten Jahr hier bei Gamer Campus sehen. Falls ihr uns ein kleines Geschenk machen wollt, dann drückt auf den Abo-Button. Ich sage danke, macht es gut und bis dann.